Ja, hallöchen ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zur nächsten Mafia Definitive Edition Folge Teil 1 von der Mafia-Reihe. Finde heraus, wo Frank hingebracht wird. Diese Leute, das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. So, muss ich da jetzt irgendwie durch? So, ich muss nämlich herausfinden, wo dieser Frank, was der vorhat. Oder was sie mit Frank vorhaben. Sie haben nichts gesagt. Okay. So, ich muss aufpassen, Leute. Ich muss da irgendwo rein. In den Flughafen? Geht das nur mit Schießerei oder auch ohne Schießerei? So, wie soll ich da hinmarschieren, Leute? Also das ist jetzt einmal sicher eine richtig schwere Aufgabe. Leute, Da, schaut einmal. Was los ist? Das FBI, da soll eine Übergabe stattfinden. Die fliegen jemanden raus. Wem wird er denn übergeben? Die Leute beim Flieger sahen wie Gangster aus. Wie lange dauert das noch? Ich muss zum Flieger. Bis der Gefangene abgehoben hat, schätze ich. Nein, viele von denen sehen nicht wie Bullen aus. Okay. Ich soll Hinweise zu Franks Aufenthaltsort finden. Ich gehe mal da rein. Okay, die sagen nichts. Aufpassen! So, ich habe ein Super Science Story gefunden. 3 von 20. Ich werde wahrscheinlich. Oh, das schaut aus nach Kampf dann einmal. Okay, die sagen nichts, okay. So, da draußen stehen die Wachen. Leute, es hakt. Oh, nein. Lass ihn nicht durch! Hole Frank auf dem Weg zu Hangar 5 ein. Es hackt gerade so richtig extrem. Was soll denn das? Folge Frank und seine Eskorte. Es hackt gerade so richtig. Ja, natürlich kann ich da nicht durch. Frank wird aus Hangar 5 ausgeflogen. Ich muss da, Leute, ich muss da durch. Ich bin Arzt. Leute. Tom. Frank. Ja. Der Don schickt mich. Hahaha. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Du Sack. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Du verräter Schwein. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Lied. Ja, presst, ne? Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an.
Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Ja, erpresst, ne? Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Bitte nicht. Nö, lass ihn. Bitte. Gott verdammt, Frank. Jawohl! Mach, flieg, bitte. Oh Gott, also ich habe ein Herz, Leute. Und das pocht gerade in mir. Frank. Frank, du armer Kerl. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nicht, dass der ihn jetzt erschießt. Bitte einfach abfliegen, fertig. Boah. Leute, schon heftig. Wahnsinn. Keine Ahnung, warum das so hackt jetzt momentan. Pass auf, Freundchen. Hol dir die Geschäftsbücher aus der Bank. Und da wird es sicher eine scheiße Schießerei geben, Leute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Guten Tag, Sir. Servus. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Suche im Untergeschoss die Schließfächer. Hey, cool. Dann mache ich das einmal. Servus. Ich glaube, die waren schon da, die Morello. Toller Tag, was? Aha. Sag einmal, was vibriert denn da die ganze Zeit? Wartet mal kurz, Leute. Mein Handy vibriert die ganze Zeit auf Dauervibration. Ja, Wahnsinn. Ach, Leute. Eine Dauervibration. Nö, nicht Dauervibration, aber immer wieder. Jetzt habe ich mal geschaut, ob mich da wer anruft, aber anscheinend nicht. Servus! Schließfächer. Ich hoffe, du bleibst anständig. Nein, ich erschieße da jeden. Ja, die Morello-Leute waren sicher schon da. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Woher weißt du das? Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Ah! Bitte, folgen Sie mir. Sehr cool. Ich glaube, die Morello-Leute kommen noch. Oder waren schon da. Leute, irgendwas stimmt da nicht. War schon eine Zeit keine Schießerei mehr. Das sind die Schließfächer. Und jetzt kommen die Morellos. Leute, wett mal. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Er zündet die Bank an. So, das ist sein Haus. Das ist Franks Haus, Leute.
hätte Sammy nicht überlebt, Leute. Na bitte. Sammy hat überlebt, Gott sei Dank. Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Morello. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enyo. Mag sein. Bastard. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Oh mein Gott, Salieri und Morello. Locker, Leute. Errungenschaft freigeschaltet, überall Ratten. Super, Leute. Kapitel abgeschlossen, oh Mörder. Mal schauen, wie es weitergeht, Leute. Heftig. Also Franks Beerdigung, also die Beerdigung von seiner Tochter, quasi. Reiche Leute besuchen. 1933. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Tutto bene. Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna, ragazzi. Leute! Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Ja, ich fahre, ich weiß. Leute! Ich bin immer der Fahrer. So, Leute. Dann geht's einmal weiter. Gehe zum Anwesen des Staatsanwalts, der Korrupte. Leute! Also, er ist auf der Gehaltsliste der Morellos. Und... Also, ihr habt es ja gerade mitbekommen. Parli in antecchiare siciliano. O capo, durissimo piano. Ja, hat er. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Kann kein Italienisch, der sagt perfekt. Na komm jetzt, fahr oder bleib stehen, du Vogel. A posto. Hai capito, o piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire inibirire. A casciaforti sta a rire un guaccio, un primo piano. Tu rammi in antichia di tempo e lascia fare tutto a me. Chi da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja, das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Ja, genau. Minchia, scheiße. Der fährt aber schnell, der Motorradfahrer da. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Fort. Si. Faccio io. Rapire, ja, du musst den Safe öffnen, Salvatore. Rapire cassaforte.
Leute. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Perfetto. Das ist kein Funk. Da gibt's keinen Funk, da gibt's nur Musik momentan. Tolle Aussicht hier oben. A volte sto paese è meraviglioso. Aber nur manchmal. So, Leute. Anwesen des Staatsanwalts. Na, da bin ich schon gespannt, Leute. So, Leute. Ecco. Ce la siamo gioco. Über Mauer, okay. Schüsse werden den Alarm auslösen. Betritt das Gelände des Anwesens, Leute. Ach du Kacke. Leute! Ja, Leute, jetzt geht's nämlich los. Oh, ein Labyrinth. Oh Gott. Ich verstehe dich nicht. Ich schalte die Wachen aus. Ja, okay, dann werde ich das machen. Schalte die Wachen aus. Komm, 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 komm. So, Wache Nummer 1 liegt. So, ich werde den einmal wegräumen. Ich habe keine Ahnung, ob die da jetzt herummarschieren oder nicht. Der wird einmal darüber transferiert. So, der ist ausgeschalten, Leute. Oh mein Gott. Jetzt wird's so richtig stealthy, Leute. Was haben wir da drüben? Gar nichts, okay. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ja, ich auch. Leute, ich muss da wirklich aufpassen, Leute. Das ist Wahnsinn. So, wo ist der jetzt? Der ist so finster, Leute. Entschuldigung. Der Wahnsinn. Na, Entschuldigung. Ein Kaffee austrinken hier. So. Du wirst da mal ausgeschalten. So, der kann da liegen bleiben. Gut, dann gehen wir da. Nö, da ist zu. Ein Labyrinth, Leute. Ich mag keine Labyrinthe. Ich hab immer Angst von Labyrinthen, Leute. War auch damals so, als ich da, das ist Schönbrunn, das ist in Wien, hat sie so ein, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, hat sie so ein Labyrinth gegeben, Leute. Und da habe ich mich mal verirrt, Leute. Wirklich, das ist schon lange her jetzt. So, da ist, drüben ist noch einer. Muss aufpassen, dass mich der nicht sieht da oben. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. So, kommt drauf an, wo du jetzt bist, du Vogel. Weil dann hättest du frei. Jawohl. So, der ist weg. So, den kann ich da liegen lassen. Der liegt eh nicht ganz gut. So, da rauf. Okay, sehr gut. Da komme ich weg. Da, jawohl, da komme ich eh gut raus. Ein Labyrinth, Leute! Also, das zeigt er mir eh ganz gut an. So, da ist niemand, nur da oben streift einer herum. Safe.
Also ich muss wahrscheinlich den Alarm irgendwie ausschalten oder so. So, da oben geht einer spazieren. Wo ist denn der jetzt? Nur die Wachen ausschalten hier. Nö. Ein schöner Abend zum Rumstehen. Ja. Du drehst es um und ich hab dich. Du Vogel! Okay. Passt. Super, jawohl! So, da ist noch eine Wache. Boah, das sind viele Wachen. Bis auf ein paar Wachen, sagt der Salieri. Bis auf ein paar Wachen. Natürlich. Was haben wir da eigentlich? Da ist irgendwas. Ich hol mir das gleich. Das schaut irgendwie so aus wie so ein kleines Büchlein. Ich hoffe, dreh jetzt nicht um, bitte. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. So, schauen wir mal. Dreht der? Ja, der dreht erst um. Ja, pfeif ruhig, du Pfeife. Du Pfeife! So, kommt der jetzt? Servus! Ganz schön stealthy heute. Passt. So, ist da noch irgendwo eine Wache? Mal schauen, Leute. Nö, da ist nichts mehr. Ich bleib trotzdem geduckt. Schalte die Wachen aus. So, da ist eigentlich jetzt da, also zumindest auf der Karte, auf der Minimap da, keiner mehr platziert. Aber da ist was, schau doch mal. So, das waren eigentlich alle Wachen, oder? Was haben wir da? Ah, Super Science Stories, 4 von 20. Ah, da ist noch einer, Leute. Dann gehe ich rundherum da. Nö, oder gehe ich so rüber? Mal schauen hier. Dreh dich um, du Sack. So, jetzt kann ich gehen. Schnell. So, jetzt komm da. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. So, jawohl. Ha, super! Ich glaube, das waren alle. Ja! Salvatore! Wo bist du? Alles sauber. Domi! Ihr Kui! So, Schüsse werden dann schaltete Wachen aus. Habe ich. So da, Leute. Dann geht's jetzt weiter. Jawohl. Darüber. Ich habe da eine Maschinenpistole. Na super. Die früheren Maschinenpistolen mit diesem Magazin, mit diesen Runden da. Das ist schon interessant, finde ich. So, ihr Lieben. Aber ich mache in der nächsten Folge weiter. Überzeit, Leute. Überzeit. Ich stelle mich da hin, falls da noch irgendwer kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei. Das wäre ganz toll. Mafia 1 Definitive Edition. Das war die nächste Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Game over, bis zum nächsten Mal. Ciao.